Sorry. I'm so sorry. Ba-da-dam. Du-du-du. Oh, minus 8. Naja, Krankenhaus hat Schulden. Scheißegal. Ich krieg hier gleich wieder Masse Kohle. Blip. So, da guck mal, 6000 gekriegt. Wähle einen Arzt in Forschung aus, schließe Farbtherapie-Forschungsprojekt ab. Halt einem Patienten Farbtherapie. Okay. Schlechtes Bauchgefühl aufgrund eines nihilistischen Krimdarms. Apotheke, gut. Das läuft. Weiterbildung benötigt. Ja, Moment, du bist jetzt noch lange nicht dran, gell? Mach dich mal nicht so wichtig. Gott, man tagt da und da will er schon eine Weiterbildung. Gammelt nur in der Apotheke rum, oder wo ist der? Da haben wir keinen Arzt, I know, aber der ist gerade auf Weiterbildung. Der ist auf Weiterbildung. Ärzte? Muss öfter zur Toilette, ja, das können wir machen. So, jetzt pass auf. Dann darf die... Die macht auch nur Allgemeinmedizin. Die macht hier gar nichts mehr, die macht dann nachher nur Forschung. Wieso kann ich das in Forschung nicht qualifiziert? Ach so, ja, komm dann noch. Aber jetzt haben wir noch Überblick, jetzt geht's noch. Oh, 7000. Rock'n'Roll Lead is. Nee. Nee. Wir haben ja noch keine Psychiatrie. Weil erst müssen wir uns eine bauen. Dafür brauchen wir Kohle. Und zum anderen müssen wir erst jemanden ausbilden dafür. Finanzmittel geht zur Neige. Was? Ich habe doch fast 10. Jetzt habe ich über 10. Was ist das für ein komischer Lehrer? Das ist ein Freak. Wie heißt die Laura Latrine? Ein Lecker. Schön zahlen alle dafür, ne? Ja, 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 ja. Was machen Sie? Gehen Sie jetzt in Pause? Die ist Chefassistentin. Achso. Die macht Pause. Ich habe keinen Ersatz, ne? Was ist mit der? Streite gern. Ne. Langweilt Leute, ne? Unleidig, wenn unzufrieden, gut. Aber es macht nichts. Nee, dann die. So. Maintenance announcement. Plants need water. Oh, die sind jetzt beide in Pause, ne? Also brauchen wir einen Moment. Wir brauchen... Damit wir das diesmal ganz richtig machen. Arbeitet in Kardiologie. Ein... Ersatzdiagnostiker und ein Ersatzapotheker. Scheiße. Gut. Den machen wir aber auch gleich wieder. Terreufromage. Nur Apotheke. Und jetzt stellen wir hier noch jemanden ein. Muss öfter zur Toilette. Gut, das macht gut. Der macht nur Diagnostik. So. Oh, Station. Wir brauchen eine Station. Station ist ja keine... Ah, nein. Scheiße.
Station. Können wir hier schön eine Station hinbauen? Station. Schau mal, da können wir doch schön eine hinbauen. Das ist doch wunderbar. Hier, da machen wir auch noch mal sowas hin. Scheiße, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Doch, machen wir schon. Arzneischrank. Heizung. Einmal hier und einmal hier, hätte ich gesagt. Eine Pflanzle. Pflanzle. So. Nachttisch. Mit Ausstattungslevel. No, no. Kaffeemaschine. Zeug den Koffeinschub. Ah, fuck, keine Kohle. Jetzt kurz warten. Bidi, bidi, bing. Bitte zahlen Sie ausreichend. Es stopp. So. Mitten University hat uns $5,000 für den Abschluss einer Weiterbildung. Gut. So, wir brauchen jetzt hier einen Krankenpfleger. Ah, das ist gut. So, und der gute Mann ist jetzt nur Station. So. Ah, wer war da noch Station? Nee, der nicht. Das wäre ja Quatsch. So, der ist nur Station. Jetzt pass auf, wir brauchen hier noch einen Ersatzarzt eigentlich. Einstellen Ärzte. Oh, der ist doch gut. Und der arbeitet dann erst auch mal nur hier in Allgemeinmedizin. So. Oh, warte, jetzt können wir nämlich die nehmen. Und die soll da arbeiten. Hier, Farbtherapie. Entwickelt ein Gerät zur Heilung von grauer Anatomie. Okay. Aber jetzt Moment. Hier gibt es erstmal ein bisschen mehr Kohle. Und die Kate Scream, genau, die macht jetzt nur noch hier Forschung. Das ist jetzt die Forschungsdame. Psychiatrie brauchen wir, gell? Psychiatrie. Ja, momentan keine Kohle. Mit dem. Oh, der hat es. Schau mal, der ist ganz grau. Der braucht eine Farbtherapie. Mal schauen, wie schnell die das ist. 12. Ja, gut. Hoffentlich wartet der dann so lange. Wie Nurse to Cardiology. Wo ist sie denn? Mach Pause in Bereitschaft. Dann gehen wir zurück zur Arbeit. Du bist doch wieder fit. Was soll das? Heile 10 Patienten. Okay. Was ist jetzt mit der? Ich habe zu der gesagt, die soll Felix wieder arbeiten. Was machen? Ah, hier, der Typ.
bräuchten wir eigentlich auch einen Ersatz. Kardiologie-Ersatz. Naja. Ist einer von euch? Wir brauchen da eigentlich nicht zwei. Ne, die sind beide fit. Fuck. Der wird jetzt erstmal ein paar Diagnosen durchlaufen, ne? Bis er weiß, was er hat, obwohl man sieht, was er hat. Das sehe doch sogar ich als Laie. Billy. Derek Nerd. Herzrasser-Upgrade. Ja, nee, will ich gerade nicht. Noch geht's gut, die Leute sind noch zufrieden. Weiterbildung, ja, komm jetzt. Eigentlich nicht, ne? So, das sind Ärzte. Streite gern, ne? Hungerlaunig. Ach, das ist schwer vom Begriff. Ja, gut, Lerntempo ist jetzt nicht. Oh, der ist toll. Pass mal auf. Wir stellen ihn jetzt mal dahin. Wer will befördern? Die, ach so, okay, das ist die Forscherin, die. Die befördern wir jetzt mal. Mist, jetzt haben wir keinen. Wie heißt der? Das müssen wir uns merken. Der Eruption. Wir brauchen nämlich eine Psychiatrie. Scheiße, teuer. Was macht dann der jetzt? Ja gut, der hat jetzt keine Arbeit, gell? Mist. Nee, ich will nicht schon die Erdbeben. Pieselt da jemand? Ja, Finanzmittel. Soll ich mal spaßeshalber einfach mal einen Kredit aufnehmen? Habe ich noch nie gemacht. Ich wüsste doch gar nicht, wo das geht. Ah, doch, hier. Monatlich für 24 kriege ich 50.000 dafür. Ja, komm, wir machen das mal. So. Weil, dann geht es alles ein bisschen schneller. Psychiatrie, lang 3x3. Jetzt überlege ich gerade. Nee, passt nicht wirklich. Nee. Nee, Moment. Wir müssen hier doch Einsergang machen, leider. Dann passt nämlich, genau. Machen wir hier die Tür. So, Diagnose Bücherregal, ja. Lamp. Aktenschrank. Mülleimer. Dann stellen wir da hin. Furniture. So. Heizkörper, damit schön muggelig ist. Bücherregal, Pflanze. Rorschach-Test sowieso ganz wichtig. Für die Psychiatrie ist das wichtig. So. Die Uhr. Und dahin. Stuhl. So, passt eigentlich. So, und jetzt können wir nämlich den weiterbilden. Kurse, Psychiatrie, Ausbilder ist zwar teuer, aber dann kriegen wir einen Psychiater. Was ganz cool ist. Oh, da, scheiße, da kommt einer mit Leuchtdingskack. Oh ne. Mm-hmm.
Entleuchtung. Boah, Entleuchtungsklinik ist halt auch teuer, ne? Also der Pausenraum ist da. Gut, dann braucht man für die nicht extra Pausenraum bauen, weil der gleich in der Nähe ist. So. Heizkörper. So. Pflanze. Wo ist denn das da? Brauchen wir noch was? Eine schöne Uhr. Wir brauchen noch. Halt. Moment, wo ist denn das Zeug? Hier ein Mülli. Feuerlöscher. Da beschwert er sich jetzt nicht wegen der Uhr, oder was? Das ist komisch. Bräuchte mal ein paar neue schöne Bilder, gell? Eigentlich. So. Zack. Da brauchen wir einen Arzt, einen Entleuchtungsarzt. Ah, die ist gut. So, und die darf jetzt nur Entleuchtung machen. Die Isabelle. So. Gut. It's time for another Sir Nigel Reviews. Many of you will be acquainted with the Croquembouche Bookshop. Jetzt würde ich aber demnächst 10.000 Upgrade, da warten wir noch. Reporter, ja, darf. Ich glaube, es läuft ganz gut. Hier, Ruf, ist gut. Was mit dem? Achso, das ist der Lehrer. Oh, schaut, das Farbtherapie ist auch. Ist gleich durch. Wir haben 82%. Und wissen. Wo ist denn eigentlich der. Oh, Moment. Was ist mit dem? Termin bei der Psychiatrie. Ah, der hat keinen. Ah, der hat jetzt schon. Oh, Scheiße, habe ich viel zu früh gebaut. Fuck. Da habe ich nicht dran gedacht. Also erst ausbilden, dann bauen. Mist. So. Bididü. So. Jetzt wartet ihr da. Scheiße, ich bin gespannt, wie lange er noch wartet. Der Psychiater muss erst sein Studium beenden. Vorher geht da gar nichts. Ah, da ist noch einer. Ja, Weiterbildung. Aber wenigstens kann der gleich behandelt werden. Gibt's da bestimmt auch gut Kohle. 97%. Yes. Yes. Gut gemacht, wir haben ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Diese Entdeckung kann nun von der gesamten Organisation genutzt werden. Nach Abschluss eines Projekts suchen sich Forscher anderswo eine neue Beschäftigung. Es sei denn, wir starten ein weiteres Projekt. Während wir neue Entdeckungen machen und weitere Gebiete des County bereisen, werden unsere Eierköpfe neue Forschungsfelder vorschlagen. Halte also nach neuen Projekten Ausschau. Gut. Ich würde gerne ein neues Projekt starten. Zu verbessern. Ich hätte gern Körperflüssigkeiten unternehmen. Was? Entwickelt eine Maschine, um Patienten verschiedene Körperflüssigkeiten zu entnehmen. Das dient in erster Linie der Diagnose und hat außerdem einen enormen Unterhaltungswert. Bin ich dabei? So. Unsere Schlaufwüchse haben eine Farbtherapie entwickelt. Sie kann zur Behandlung von grauer Anatomie eingesetzt werden. Belohnung, Farbtherapie. Ist das ein eigenes Gebäude oder was ist das? Ah, scheiße, ist es. Fuck. 4x3 auch noch. Oh, nein. Ah, Mist. Ich hatte gehofft. Werden die dann angemalt oder wie läuft das? Da bin ich mal gespannt. So, Heizkörper.
Immer so machen. Plomze. So. Hier, das passt auch gut zur Farbtherapie. Eine Uhr. Und natürlich ein Stuhl, so schön vorm Fenster. Schau mal. Oh. Nice. Oh, wir brauchen noch was, dann können wir. Hier. So. Stufe 3. Was brauchen wir dafür? Krankenpfleger. Einstellen, Krankenpfleger. Gibt auf Dating-Seiten ein falsches Bild von sich. Schön. Oh, der ist gut. Und der macht dann nur Farbtherapie, please. Nichts anders. Jetzt wird langsam Zeit, das echt zu benutzen. Das lohnt sich nämlich. Oh, Moment. Wir brauchen noch ein bisschen hier. Wartebereich. Da lang, glaube ich, eins erstmal. Aber wir können. Ah, was mir einfällt. Hier mal sowas hinbauen. Na, kommen Sie schon, guck. Schön. Was Errungenschaft? Lehre ein Mann was? Heilt 1000 Patienten erst? Oh, wer stirbt? Wer stirbt? Warum? Was ist mit dir? Behandlung 74. Personalkompetenz was? War echt so schlecht? Naja. Neue Krankheit. Graue Anatomie entdeckt. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, graue Anatomie. Existenzkrisen führen häufig zu völliger Verblassung. Dies kann mit Farbtherapie behandelt werden. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung schicken, Farbtherapie. Notfall Discofieber. Psychiatrie. Nee, tut mir leid, das ist noch nicht so weit. Und da wartet schon einer, beziehungsweise ich glaube, der ist schon wieder gegangen. Der hat schon wieder. Oh! Will. Ah, guck mal, so nach und nach wird er angemalt. Boah, jetzt hör auf, der ist schon gescheit bunt. Oh. Ein Sternekrankenhaus. Hier. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit einem Stern bewertet. Ein gutes Zeichen, dass deine Organisation anfängt, sich mit Forschung zu befassen. Unsere anfänglichen Notizen legen nahe, offenbar irrtümlicherweise, dass du dieser speziellen Aufgabe nicht gewachsen wärst. Sei versichert, dass der Verantwortliche für so eine fehlgeleitete Bemerkung unverzüglich seine Stelle verlieren wird. Außer natürlich, das war ich. Man mag es sich kaum vorstellen. Stürzen Sie sich in weitere Forschungsprojekte, um sich noch mehr Belohnungen zu verdienen, oder erweitern Sie Anwurz wie Ihre Organisation. Wiederholt dich in den Krisentanken von Orange Genosa. Flemington freigeschaltet, Enzyklopädie-Bücherregal und Deluxe-Entleuchter. Ach, wer braucht denn heutzutage noch Entleuchter? Braucht doch kein Mensch. Sowas braucht doch kein Mensch, so ein Schweinkram. Hausmeister. Ich brauche noch einen Hausmeister. Ein Hausmeister. Oh, der ist gut. Nein, der ist scheiße. Verdammt. Was mit dir? Ah, der ist gut. Hier, mach mal den weg. Lily Chase gefangen. Yes. So, Momentler. Da wird Weiterbildung verlangt. Pflegeschüler. Ich würde erstmal eine Runde Diagnostik verteilen. Medizin, nee. So. Und.
So, Ausbilder. Jetzt will ich mal gucken, wo die weggehen. Ach, da. Gut, Pause. Cardio, da wollte ich sowieso eine Ersatzstation. Okay, Moment. Wir brauchen Kardiologie-Ersatz. Streite gerne. Nee. Was war das? Das ist gut. Station-Ersatz ist die Dame. So. Oh nee. Warte mal. Wie heißt denn der? Ach, der ist der Pyramid. Jetzt muss ich natürlich bei den anderen jetzt alles wegmachen. So, Station haben wir, aber Kardiologie? Beschwert sich momentan keiner. Was wird die? Alle 10 Patienten haben wir nicht geschafft, oder was? Doch, ne? Was muss ich denn tun? 10 Mitarbeiter weiterbilden, 2000 Forschungspunkte, 50 Patienten heilen. Easy. Ist easy. Behaupte ich jetzt einfach. Wir haben jetzt keinen für die Kardiologie. Unhygienisch, schläft auf dem Fußboden, wäscht sich nicht die Hände. Ja gut, bei der Diagnose ist es vielleicht wurscht. So, das war die, die arbeitet nur Kardiologie. So. Die Gefahr ist natürlich, dass wenn man das so macht wie ich jetzt, dass man sozusagen übertreibt und immer zwei Leute auf ein Ding ansetzt, dann sind natürlich viele dauernd arbeitslos, aber das ist mir wurscht. Wieso kommt jetzt hier keiner? Haben wir keine zwei Krankenpfleger mit hier? Mit Einteilung für doch. Was macht die? Ach, die lernt gerade. Ach, fuck. Wir bräuchten einen Springer, ne? Komm, wir stellen jetzt einen Springer ein. Streitet mit anderen Streitsüchtigen. Moment. Läuft lang. Ah, oh, das ist ein Arsch. Nee. Gut, dann gibt es jetzt keine Apotheke. Mir wurscht. Das ist halt echt ein Arsch. Den stelle ich bestimmt nicht ein. Tut mir sorry. Schulden. Ist doch Quatsch. Ist doch gelogen. Außer dass es existiert, sie hatte nichts zu sagen. Gut. Besser als gedisst. Die macht wahrscheinlich gerade Pause, ne? Aber das macht gar nichts. Ja, ja, macht Pause. Das macht nämlich gar nichts, weil das ist alt ja nicht, ne? Dreckiges Mundwerk, die machen Apotheke, okay. Die bist dann wahr. So lange dauert es gar nicht. Dann komm. Wer ist das? Hygienisch? Oh, die ist gut. Das ist die Ersatzfrau. Die Springerin, die macht alles. Helles Köpfchen. Das habt ihr jetzt entdeckt, da war doch vorhin schon ein Kunde. Der hat helles Köpfchen und geht in Psychiatrie oder was? Okay. Mittenuniversity 5000. Ach, für den Abschluss von Weiterbildungen, cool. Oh, Pflegeschüler wird jetzt zu Nachwuchspfleger. Okay. So. Und ebenso. Geplinkt. Brink. Doing, doing. Oh, da verreckt jemand. Wer? Der. Helles Köpfchen fehlgeschlagen. Das heißt, ich brauche ein Upgrade. Und wer arbeitet hier? Die.
Vielleicht braucht die dann mal eine Fortbildung. Die sind gleich fertig. Laura Latrine wird befördert. So, jetzt Obacht, Stopp, weiterbilden. In Behandlung bitte. Hier Behandlung. Da kann ich aber auch noch. Ich aber nicht, wer ist. Ne? Ah, schade. Das wäre echt noch gut, wenn hier stehen würde, wo der gerade arbeitet. Roy Fromage. Nehmen halt den noch. So. Eine Entleuchtungsklinik hat gerade zu. I'm sorry. Die brauchen die eigentlich gar nicht. Karriereziel erreicht. Erreiche einen Unternehmenswert von 10 Millionen. Nice. Aha, okay, das wird. Kann ich das pimpen? Nee. Wieso geht das nicht weg? Oh, ah, jetzt. Ah, da kann ich noch mehr Personal reinballern. Okay. Mach Pause, ja, mal. Da kommt doch bestimmt. Ja, kommt. Was ist nicht die, ne? Doctor to the Deluxe Clinic. In der Psychiatrie, das läuft ja, ne? Ja. Was war. Erreiche mit deinem Zimmer die Stufe 4. Nee, komm, so ein Scheiß. Das ist, hat jetzt momentan nicht wirklich Priorität. Mein Lieber. So nicht. Das können wir auch upgraden. Wie viele Hausmeister haben wir eigentlich? Oh, 2. Oh. Kann ja alles. Ach, gut, die ist doof. Aber wenn hier keiner wartet, können wir das so machen. So, wo ist jetzt Arzt benötigt? Ach, die ist bei einer Schulung. Haben wir keinen Springerarzt? Wir haben keinen Springerarzt, ne? Stell jetzt einfach einen Springerarzt ein. Also wir haben Springerarzt und Springer. Pfleger. Springer-Assistent nicht. Brauchen wir momentan noch nicht. Bim, 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 bam, baring. Verlust. Verluste. Egal. Kommt schon wieder rein, die Kohle. Es täuscht nur immer, weil das zählt halt auch, was man gebaut hat, ne? Denk mir, ich mach voll Minus. Der Eruption. Der wird jetzt Assistenzarzt. So, bitteschön. Bitteschön, der Herr. Oh, schau mal. Ist schon ein bisschen besetzt. Farbtherapie ist auch beliebt. Was zahlen die eigentlich? Guck mal, was die zahlen für so eine Farbtherapie. Doc Brown to the roof, please. 10.000, nicht schlecht. Ich will auch sowas machen. Irgendjemand mit Farbe bespritzt, kriegt 10.000 dafür. Und es dauert irgendwie 5 Minuten, wenn überhaupt. Das wäre nice. Are your supplies dangerously low? So, die sind gleich fertig. Jawohl. Hab's nochmal 5000. So. Hannibal Prime, was will der? Der kann noch gar nichts. Oh. 20% Behandlungskompetenz. Oh, nice.
Finanzmittel gehen nicht zur Neige, das ist gelogen. Eventuell brauchen wir dann nachher noch eine Arztpraxis. I think so. Ja, irgendwie schon. Zimmer. Arztpraxis. Aber dann machen wir auch nur ganz easy peasy drei Stück. Da mache ich jetzt einen Abfalleimer rein. Ich bin heute total verrückt. Statt einen Mülltonne mache ich einen Abfalleimer rein. Crazy. Habe ich da nicht? Nee. Achso, nicht für hier. Okay. Da brauche ich jetzt noch so ein... Was war denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn das? Da. Tudululu. Zwecks Diagnose und Behandlungspush. So, gegen das Mikro gehauen. Entschuldigen, TBD. Anschlagbrett, na. So, zack. Einen Arzt. So, Fauler. Aber der ist toll. Und der macht auch nur... Der ist ab sofort auch nur Allgemeinarzt. Zirkusproblem. Behandlung. Ach, Zirkustherapie. Nee, komm, geh mir weg mit dem Scheiß. Schmuddelsohlen entdeckt. Füße, die so schmutzig sind, dass sie vermutlich nie wieder sauber werden. Die reinste Bakterienschleuder. Die müssen auf die Station. Schmuddelfüße. Wo? Wer hat da Schmuddelfüße? Ich sehe nix. Ach, da kommt ein Scheißklauen. Oh, Auszeichnungen. Ob wir da überhaupt was kriegen dieses Jahr? Oh ja, aufsteigender Sternarbeitgeber und bestes Lehrkrankenhaus. Aber wo ist denn das mit diesem Zirkustherapie? Kann man es momentan nicht leisten. Da muss der blöde Clown noch warten. Der wird jetzt sowieso erstmal diagnostiziert. Kann ich nicht auf das Türschild von meinem Spital draufschreiben, keine Clowns allowed. Sorry. Ich muss noch mal kurz pieseln. Was gibt's da? Oh. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt. Selfie-Sepsis. Ein gefährliches Leiden, das zur schnellen Verschlechterung des Gesundheitszustands führt. Befällt all jene, die zu viel auf die Meinung anderer geben. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt. Spritzenhaus. Ach du Scheiße. Spritzenhaus. Habe ich nicht. Ja, muss ich das erforschen? Aber hier habe ich es ja nicht. Nee. Ja, ein Zimmer soll ich bauen, aber... Nee, gibt's hier nicht. Ich glaube fast, dass ich das erforschen muss. Naja, dann hat jetzt der Patient Pech gehabt. Weil man sieht, das ist hier nicht. Ich sehe es hier nicht. Hier ist es einfach nie. Wir können hier eigentlich... Wie ist es denn hier mit der Wärme? Heizkörper. Oh, da ist ja ganz schön frisch. Holla die Waldfee. Oh ne, jetzt ist es warm. So ist glaube ich besser. Oh, die brauchen alle Spritzending. Kann ich dann das Forschungsprojekt abbrechen? Hier Spritzenhaus. Projekt starten. Ja, die werden alle hops gehen, ne? Aber da kann ich irgendwie nichts dagegen tun. Wo ist denn... Haben wir nicht noch...
Ärzte. Gibt es gerade einen, der nichts zu tun hat? Sucht nach Arbeit, schau her. Oh. Hat er keine Forschungsausbildung? Das ist ja doof. Das hätte ich gesagt, könnt ihr mithelfen. Verreckt auch. Welche ist das? Die Dr. Isabel Dieblich. Hat die nicht irgendwie einen festen Job? Doch, Entleuchtung eigentlich. Den hier brauche ich. Ah ne, der ist jetzt... Oh, warte mal. Der ist nur Psychiater. Den da. Was macht der gerade? Entleuchtung. Geh mal da raus. Und du gehst mal da rein. Hier, der. Lily Chuck. Der macht nämlich jetzt auch Forschung. Der kann dann immer aushelfen. Hier, der. Zack. Kurse. Forschung. Die kann jetzt nicht... teure Version machen. So, da gibt es Beförderung. Da auch. So. Kann den Geist mal bitte jemand wegsaugen? Nurse to Cardiology, please. Ja, die da. Geh mal zurück an die Arbeit jetzt. So. It should be rather simple. The latter ends with an M, the former does not. Such nach Arbeit. Mach doch mal Pause. Bevor du da unnötig rumstehst, können wir ja Pause machen. Da ist jemand hops gegangen. Maintenance announcement. Bins will become full. So, ich wollte noch mal Pause machen, kurz. Bis gleich.